A3.2. Berechnen Sie den Abstand der Strecken AB und DE. Ich habe jetzt hier nochmal die Skizze leer und der Abstand von AB und DE ist im Prinzip nichts anderes als sowas. Ja, wichtig ist, das steht rechtwinklig zueinander, das ist der Abstand zwischen diesen beiden Strecken. Und der soll jetzt berechnet werden. So, hier gilt es natürlich zu überlegen, wie komme ich jetzt auf diesen Abstand. So wie ich ihn jetzt eingezeichnet habe, bringt er uns natürlich nicht viel, weil dieser Abstand liegt überhaupt nirgendwo drin. Liegt komplett quer, unsinnig, man kann damit nichts rechnen. Der Abstand gilt allerdings ja überall. Das heißt, ich könnte den jetzt nach links oder nach rechts verschieben und so vielleicht interessantere Figuren bilden. Wenn ich ihn zum Beispiel nach links verschiebe, direkt auf den Punkt D, ja, das ist auch mein Abstand, der ist genau gleich, habe ich den Vorteil, dass ich hier ein rechtwinkliges Dreieck rausbekomme. Es ist nur die Überlegung, hilft mir das was, bringt mir das was? Ich kenne die Strecke AD nicht, ich kenne weitere Winkel nicht. Also momentan sieht es eher nicht danach aus. Deswegen mal in die andere Richtung gehen. Ich lege den Abstand so rein, dass es durch den Punkt B unten geht. So bringt es mir jetzt mehr. Ich habe wieder ein rechtwinkliges Dreieck, das heißt Sinus, Cosinus, Tangens würden funktionieren. Und weitere Vorteil, ich kenne die Strecke BE. Die haben wir ja gerade eben in der vorherigen Aufgabe berechnet. Also aus diesem Dreieck würde ich sogar was kennen, um jetzt diesen Abstand berechnen zu können. Bräuchte ich aber noch mindestens einen Winkel oder, wenn ich hier oben noch einen Punkt reinsetze, zum Beispiel H, die Strecke HE, die Länge der Strecke HE. Aber mit der Strecke BE kann ich schon mal was anfangen. Das bedeutet, ich gucke jetzt mal nach, ob ich in diesem Dreieck BEH noch irgendeinen Winkel berechnen kann. Um der BE, über den kann man eigentlich gar nichts aussagen. Gibt es jetzt gerade keine Eigenschaft, die näher, die irgendwie bekannt ist. Gehen wir mal auf den unteren. Wenn man sich den unteren Winkel näher anschaut, ist ja hier ein 90-Grad-Winkel drin, ein rechter Winkel und noch so ein zusätzliches Ding. Also wenn ich den kompletten Winkel CBA kennen würde, könnte ich sagen, dieser kleine Winkel hier, der EBH, wäre im Prinzip CBA minus 90 Grad. Also müsste ich jetzt erst den CBA kennen. Dieser CBA ist ein Winkel, der liegt im kompletten Dreieck ABC. Aus diesem Dreieck kenne ich noch sehr viel mehr. Ich weiß nicht, zum Beispiel oben hier liegt ein 40 Grad Winkel drin. Würde ich jetzt den Winkel noch bei Alpha, bei A kennen, also zum Beispiel ein Alpha, kann ich nennen, wenn ich wüsste, wie groß der da ist, könnte ich den CBA über die Innenwinkelsumme berechnen. So, jetzt Überlegung, kann ich diesen Winkel BAC irgendwie berechnen? Ich trage jetzt noch schnell ein, was in diesem Dreieck alles bekannt ist. Ich kenne die Strecke AB mit 7 cm und ich kenne die Strecke BC mit, wo steht es, 5 cm. So, wenn ich es mir mal genau anschaue, das ist kein rechtwinkliges Dreieck, also es gelten Sinussatz und Cosinussatz. Cosinussatz bräuchte ich 3 Seiten und ein Winkel fällt raus, weil ich kenne die AC nicht. Sinussatz brauche ich 2 Winkel und 2 Seiten. 2 Seiten werden gegeben. Das Schöne ist auch, die Winkel liegen den Seiten gegenüber. Ja, oben habe ich schon einen bekannten Winkel und der zweite Winkel ist gesucht. Also, ich kann jetzt tatsächlich über den Sinussatz diesen Winkel bei A berechnen. Dann kann ich über die Innenwinkelsumme den Winkel bei B berechnen. Und dann kann ich diesen kleinen Teilwinkel, kriege jetzt noch die Farbe blau, damit man den besser sieht, diesen kleinen blauen Teilwinkel kann ich dann berechnen über Winkel CBA minus 90 Grad. Und dann habe ich die Chance über den, was ist es, über den Cosinus, müsste es sein, komme ich gleich nochmal drauf, wenn wir uns näher anschauen, dann diesen Abstand zu berechnen. Okay, fangen wir mal an, aufzuschreiben. Also, ich möchte Abstand berechnen. Ich habe hier einen Punkt mitverwendet, also ich nenne jetzt die Strecke BH, das ist der Abstand von AB zu DE. So, was brauche ich alles dafür? Lässt sich berechnen aus, schauen wir uns das nochmal an.
BH ist unbekannt. Den Winkel EBH brauche ich da unten. Und ja, was ich jetzt hier noch nicht eingetragen habe, was noch bekannt ist, ist die Strecke BE. Die haben wir ja vorhin ausgerechnet mit 2,43. Nehme ich jetzt vielleicht auch eine blaue Farbe, dann sieht man besser. Hier die da 2,43. So, wenn ich jetzt genau reinschaue, das Dreieck BEH ist ein rechtwinkliges Dreieck. Ich kenne die Hypotenuse BE. Ich kenne den Winkel EBH. Gehe jetzt mal davon aus. Und die Strecke BH ist die Ankathete dazu. Das heißt, hier haben wir den Kosinus, um die Strecke zu berechnen. Kosinus von Winkel EBH ist gleich Ankathete durch Hypotenuse, also BH durch BE. So, das ist jetzt mein Einsatz. So, wie erwähnt, den EBH kenne ich ja nicht, den muss ich jetzt mal ausrechnen. Winkel EBH, haben wir vorhin gesagt, ist der Winkel CBA, nehmen wir gleich der große, minus 90 Grad. So, den CBA kenne ich ja noch nicht, also rechnen wir uns den aus. Winkel CBA ist gleich, da haben wir gesagt, wenn wir die Innenwinkelsumme benutzen, also 180 Grad minus Winkel, was ist hier unten, BAC, minus, und oben, den kennen wir ja schon, bei C, der ist 40 Grad. So, der Winkel BAC fehlt noch. Da haben wir gesagt, den können wir jetzt über einen Sinussatz berechnen. So, ich fange immer mit dem Unbekannten an, also Sinus von Winkel BAC. Für einen Sinussatz brauchen wir immer die gegenüberliegenden Seiten. Gegenüber des Winkels BAC liegt die Seite BC, also Sinus Winkel BAC geteilt durch die Seite BC ist gleich Sinus vom Winkel ACB geteilt durch die Länge der Strecke AB. So, das können wir jetzt endlich ausrechnen. Wir brauchen jetzt nicht noch mehr untergliedern. Sinus vom Winkel, setzen wir die bekannten Größen ein. BC war 5. Dann haben wir hier oben Sinus 40 Grad geteilt durch AB und AB waren 7. So, kann man jetzt in den Solver eingeben oder wir formen per Hand um. Winkel BAC lässt sich berechnen aus Sinus hoch minus 1 von Sinus 40 Grad. Ja, ich schreibe es jetzt andersrum, damit es deutlich ist. Ja, vielleicht noch einen Zwischenschritt einfügen, damit der noch klar ist. So, ich will hier das Sinus BAC alleine haben. Fahre ich mal ein bisschen rüber. Wie gesagt, ich kann entweder das Solver einsetzen, der rechnet mir gleich den Winkel BAC aus, oder wenn ich es per Hand umformen will, muss ich unten im Nenner erst die 5 wegbringen, also multipliziere ich die Gleichung mit 5. Dann folgt daraus 5 mal Sinus 40 Grad durch 7. Und jetzt muss ich noch links dieses Sinus wegbringen, das schaffe ich mit Sinus hoch minus 1. Und deswegen folgt der Winkel BAC ist gleich Sinus hoch minus 1 von, und jetzt hier der ganze Term, 5 mal Sinus 40 geteilt durch 7. So, das kann man jetzt wieder in einen ganz normalen Taschenrechner eintippen. Und dann sollte rauskommen, dass der Winkel BAC 27,33 Grad groß ist. Prima. Und jetzt müssen wir das ganze Spiel im Prinzip rückwärts drehen. BAC haben wir. Also kann ich jetzt den Winkel CBA berechnen. CBA, wir erinnern uns, waren die 180 Grad, die Innenwinkelsumme minus BAC, den haben wir jetzt ausgerechnet, 27,33 Grad. Und die 40 Grad sind ja eh schon bekannt von Anfang an. Das können wir auch ganz normal ausrechnen. Folgt, wir haben einen Winkel CBA von 112,67 Grad.
So, nächster Schritt. Wir müssen den EBH berechnen, nämlich den CBA minus 90 Grad. Also nächster Schritt. Wie heißt der EBH? Winkel davon ist gleich 112,67 Grad minus die 90 Grad. Ja, das ist das, was ich hier mit Blau und Grün eingezeichnet habe. Grün ist der CBA mit 112,67, dann ziehen wir den rechten Winkel davon ab und dann bleibt hier dieser kleine blaue Winkel übrig. So, das abgezogen gibt noch 22,67 Grad. So, und letzter Schritt. Hier oben haben wir es stehen, ganz oben. Hier, wir müssen es jetzt noch einmal in den Kosinus einsetzen. So, ich schreibe nochmal hin, Länge der Strecke BA, Kosinus von 22,67 Grad ist gleich BH durch, was hat man, BE. So, und jetzt müssen wir das Ding noch nach BH auflösen. Vielleicht erstmal einsetzen, das BE noch, hätte ich eigentlich gleich machen können. Hier mache ich gleich dazu. BE kennen wir ja mit 2,43. Waren das, genau. So, das lässt sich jetzt zum Beispiel bei uns Solver rechnen oder wir formen wieder durch Hand, mit Hand um. Um diese 2,43 aus dem Nenner rauszubringen, multiplizieren wir die Gleichung mit 2,43 und dann folgt daraus, BH ist gleich 2,43 mal Cosinus von 22,67 Grad. Das jetzt wieder ganz normal in den Taschenrechner eingeben und dann kommen wir endlich auf unseren Abstand von 2,24 Zentimetern. Ja, lang hat es gedauert, waren einige Zwischenschritte drin, aber jetzt haben wir die Aufgabe auch geschafft und der Abstand ist berechnet.